Hallo, ich bin Xami und ich habe gelesen, dass Forza Motorsport 7 aus den digitalen Shops entfernt wird am 15. September. Für mich die Gelegenheit, das Spiel nochmal zu installieren und eine Runde zu drehen. Ich habe mir hier ein Porsche GT4 ausgesucht. Wir sind in Spa und versuchen, das Auto bei Regen auf der Fahrbahn zu halten. 3 Runden, ich starte im Mittelfeld, auf geht's. So, erstmal ein Gefühl bekommen für das Auto. Und gleich die erste Kurve ist eine Haarnadelkurve. Jetzt muss ich hier bremsen. Also man merkt tatsächlich, vorsichtig, fast reingefahren, man merkt tatsächlich die Pfützen auf dem Boden. Da rutscht das Auto so ein bisschen weg. So, jetzt hier schauen, en rouge. Ich weiß nicht genau, wann ich hier bremsen muss. Und ich habe auch ein bisschen Angst vor meinem Vordermann, wann der bremst. So, das ist alles so schnell. Das war knapp. So, Radillon hoch. Und jetzt war ich zu spät auf dem Gas. Jetzt fährt er mir bestimmt weg. Nee, er kam auch nicht sauber raus. Puh, erstmal durchatmen. Stressige, fast Kollision. Boah, das Auto wackelt ganz schön. Scheibenwischer, aber dich nehme ich auch noch mit. Sehr gut. Oh, guter Start. Kann mir mal auf die Schulter klopfen. So, anbremsen bei den Curbs. Und jetzt rutsche ich ganz schön. Okay, man kann nicht die Bremspunkte nutzen, die man auch bei trockener Strecke nutzt. Man muss hier ein bisschen aufpassen. Ich bin viel zu schnell. Und jetzt bin ich auch nicht auf der trockenen Fahrbahnseite, sondern fahre zu schnell und rutsche dann immer in die... Jetzt aufpassen hier. In die nasse Seite jetzt schon wieder. Mann. Uiuiuiui. Aber es macht Spaß. Die Atmosphäre ist gut gemacht. Also das alles sehr stressig und das Auto wackelt und man hat echt viel zu tun. So, jetzt das Auto gerade halten. So, jetzt hier langsam rum. Ich werde wieder rausgetragen. Ich fahre die Kurven zu schnell an und bin dann im entscheidenden Punkt einfach zu langsam. Aber ich glaube, das bekomme ich hin. Ich habe ja 3 Runden Zeit. So, anbremsen, Vollbremsung und wieder rausgetragen. Egal. Solange ich das Auto auf der Strecke habe, denke ich mal, bin ich konkurrenzfähig. Und weiter geht's. So, jetzt versuche ich mal hier ein bisschen langsamer. Nee, immer noch zu schnell. Die ist ja auch im Trockenen schon recht langsam, die Kurve. So, ich werde auch schon gut verfolgt nach hinten. Da gibt es schon die Ersten, die anklopfen, überholen wollen. Aber jetzt habe ich einen guten Kurvenausgang gefunden und kann jetzt Vollgas geben. Eieiei, das regnet und regnet und regnet. So, vorsichtig hier. Jetzt die Kurve kurz mal anbremsen, sicherheitshalber. Eieiei. Immerhin auf dem Grünen geblieben. So, jetzt zu Busstop und da bremse ich mal lieber recht früh an. Das ist somit der langsamste Teil der Strecke. So, fast zu langsam, aber egal. Lieber zu langsam als zu schnell. Und jetzt rausbeschleunigen und dann haben wir schon die erste Runde geschafft. Ich bin ganz froh, dass ich auf der Strecke bin, noch keinen Unfall hatte. So, erste Kurve, anbremsen am 100-Meter-Schild. Das war zu spät. Aber ganz gut genommen. Hey, das war gar nicht schlecht. Jetzt kann ich hier voll raus beschleunigen. Jetzt schaue ich mal, wo die trockene Seite ist. Ich glaube, hier gibt es gar keine. Ich habe ein bisschen Angst vor der Wand, nicht ganz so dicht. Und jetzt werden wir unten ein bisschen anbremsen, ein bisschen vom Gas gehen und jetzt hier nochmal voll durchbeschleunigen. Ja, nehme ich. Ich glaube, das war auch noch auf der Strecke. Also bin ich zu weit rausgekommen und den Schwung, den ich jetzt habe, nutze ich, um hier zu überholen. Jetzt habe ich erstmal ein bisschen Ruhe nach vorne. So, anbremsen hier. Da bin ich ja vorhin komplett rausgeflogen. Und jetzt nehme ich hier nochmal die Dekoration mit. Mann. Ich muss einfach etwas mehr bremsen. Ein bisschen früher bremsen und einfach nicht mich überschätzen. So, jetzt mal hier ein bisschen innen bleiben. Ich glaube, auf der trockenen Seite, dann ist die Kurve zwar langsam, aber ich habe ein viel stabileres Auto. Das war gar nicht so schlecht. Oh Mist, beim Rausbeschleunigen fast gedreht. Boah, gut. Also beim nach hinten gucken, auf krass gefahren, super. So, jetzt hier wieder ein bisschen anbremsen und ich bin hier zu schnell. Kriege ich das Auto abgefangen, jawohl. Jetzt kann ich rausbeschleunigen. Hier lasse ich zu weit links. Spannend. So, also ins Cockpit würde ich mich nicht lassen, bei einem richtigen Rennauto.
Aber spielt sich super. Also das Auto hat man unter Kontrolle und man muss tatsächlich aufpassen, wo man langfährt, gerade bei Regen. Und sieht top aus. Oh, jetzt habe ich nur das. Ich habe nur die Augen für das Auto vor mir gehabt und bin quasi rausgetragen worden. So, da kommt jemand von hinten, aber ich glaube, dass er jetzt nicht. Oh shit, schon wieder. Dass er nicht überholt. Es ist auch gefährlich hier. So, bisschen Luft. Die Vollgaspassage hier. So, jetzt mal schauen, ob wir die Kurve links ein bisschen besser nehmen können. Hier nicht ganz so schnell. Ja, das war doch ganz in Ordnung. Oh, der Computer kann das auch. Er kündigt sich im Rückspiegel an. So, Bus-Stop richtig anbremsen. Schauen. Ja, das war besser als in der ersten Runde. Ich komme auch ein bisschen ran. Oh, es sieht schön aus. Die Reflexion auf dem Boden. Auch die Lichter, die auf dem Boden reflektieren. Schön, schön, schön. So, schon Runde 3. So, jetzt nochmal zittern, ob ich durchkomme. So, jetzt mal richtig. Shit. Überholt, aber leider vergessen zu bremsen. Ja, das wird keine gute Runde werden. Aber ich habe das Auto abgefangen. Ich habe rechtzeitig erkannt, was passiert. Ich habe das Gefühl, der Zustand der Strecke, der verschlechtert sich. Der Regen wird stärker. Das kann aber nur ein subjektiver Eindruck sein. So, so, so. Ich rutsche ganz schön. So, jetzt habe ich dich hier. Komm. Was ist das? Ferrari? Weiter geht's. Vollgas. Ich sehe da vorne schon wieder ein Auto. So ein bisschen früher bremsen diesmal. Weil die Kurve hatte ich jetzt zweimal ganz schlecht erwischt. So, diesmal war das viel, viel besser. Einfach vernünftig bremsen. Ist das Geheimnis? So, uiuiui. Immer so ein bisschen aus wie Bodennebel oder so. Vollgas. Anbremsen. So, die ist wieder sehr langsam hier. Nee. Kein Grip bekommen rechtzeitig und auf die nasse Seite gerutscht. Aber ich bleib dran. Also der Vordermann hier, der ist nicht so viel schneller. Aber er ist disziplinierter. Das Auto ist viel stabiler. Meins wackelt dann doch ganz schön hin und her. So, jetzt schauen wir uns mal an, was er hier macht. Bisschen zurechtlegen. Oh, die Kurve war gar nicht schlecht. Jetzt muss ich ein bisschen liften und jetzt geht's weiter. War nicht ideal. Sieht man auch, der Abstand ist wieder größer geworden. Und jetzt hier ins S rein. Ja, das klappt gut. Komm wieder ein bisschen ran. Jetzt hat er sich vorne auch ein bisschen zur Seite gelegt, weil er gerutscht ist. So, und jetzt hier die gut nehmen und sauber rausbeschleunigen. Dann, glaube ich, bekomme ich ihn auf der Geraden hier. So, er fährt durch die Pfütze, ich nicht. Das heißt, ich habe ein bisschen mehr Speed. So, komm. Oh, drum, locker. Macht er mir zu? Ich weiß nicht, ob das noch faires Rennen war. Ich war deutlich schneller, hatte einen Geschwindigkeitsüberschuss. Das hätte mir doch tatsächlich fast die letzte Runde gekostet. So, erstmal durchatmen. So, nochmal sauber anbremsen. Wichtig bei so einer Aktion, Ruhe bewahren und weiter seinen Stiefel runterfahren. So, hier kommt schon Start und Ziel. So, bekomme ich dich nicht auf der Zielgeraden? Nee, er kommt gut raus. Ich glaube, ich kann mich noch daneben setzen vielleicht, maximal. Aber überholen werde ich ihn nicht mehr. Ja, Forza Motorsport 7. Immer wieder eine Runde wert. Werde ich installiert lassen und ein wenig weiterspielen. Der nächste Teil der Serie ist ja noch ein wenig entfernt. Freue mich trotzdem drauf. Und solange ist dieser Teil immer noch ein Top-Spiel.